Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Chessbase TV Austria zu Tag 1 der Online-Olympiade. Gestern bin ich ja mit Nicola Meyerhuber auf die Sicht der Frauen eingegangen. Heute zum Frühstück zu frühen Morgenstunden bei mir zu Gast Rainer Buhmann. Herzlich willkommen, Rainer. Ja, hallo Schachfreund, ich freue mich, dass ich heute hier bin und zusammen mit dem Harald einen Einblick in die ersten Runden von der Online-Olympiade aus österreichischer Sicht kommentieren darf. Und da waren schon ein paar interessante Partien dabei und ich denke, wir legen einfach los mit den Partien. Das war wirklich ganz spannend schon und Genau. Und wir zwei werden uns auf die Sicht der Männer konzentrieren. Schauen wir ganz kurz noch einmal, wie unsere Teamaufstellung war. Für die Frauen spielten Annika Fröwis, Julia Novkovic und Chiara Polterauer. Für die Männer Georg Halwachs, Lukas Handler und Felix Bloberger. Ich denke, Rainer, sehr überzeugend war der Auftritt von Lukas Handler. Er startete ja mit einer tollen Partie gegen Napadi, einen sehr, sehr starken Großmeister, den er wunderbar überspielt hat. Und diese Partie werden wir uns ausführlich anschauen, oder? ja, die Partie war wirklich toll. Also, da muss man sagen, positionell sehr interessant und natürlich gegen sehr starken Großmeister auch, der sogar schon zwischenzeitlich bei 2-7 Elo war und wirklich ein sehr starker Spieler. Und Lukas hat wirklich eine gute Partie gespielt. Und fangen wir einfach mit der Partie an. Das war wirklich ganz spannend und strategisch vor allem sehr interessant. Ja, dann steigen wir gleich in die Partie ein. Und Lukas war schwarz und Napadi spielte das Londoner Ja, System. er ist auch sehr bekannt dafür, dass er einer der Experten ist, der das sehr viel spielt mit Weiß. Und allgemein ist er jemand, der sehr viel Theorie vermeidet, Novati, und einfach einen Kampf am Brett sucht und eher so ein dynamischer Spieler. Und ich denke, es kommt eine der Hauptvarianten auf das Brett, die wirklich sehr oft entstehen, oder? Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann Läufer B5 spielt, dazu kommen wir gleich. C3 und Läufer auf Dora 6. Ja, der Läufer geht nach G3 zurück. Schwarz ruschiert. Und hier spielt Weiß deinen angesprochenen Zug, Ja. Läufer B5. Möchtest du uns die Stellung ein bisschen erklären, Rainer? Ja, das sieht auf den ersten Moment ja etwas unlogisch aus, den Läufer nicht nach D3 zu stellen, weil der ganze London-Aufbau basiert ja darauf, dass der Läufer auf D3 den Königsangriff unterstützt, dass Weiß vielleicht Chancen hat, den schwarzen König anzugreifen. Und mit Läufer B5 versucht Weiß plötzlich einen ganz anderen Ansatz. Und zwar, es geht um ein anderes wichtiges Thema im London-System, und zwar um die Kontrolle des Feldes E5. Das ist die Idee und diese schwarzen Felder. Und das erklärt auch jetzt, wie Lukas darauf gespielt hat. Weil Weiß möchte jetzt eigentlich vom Prinzip her den Springer C6 und den Läufer D6 irgendwo abtauschen in irgendeiner Version und den Springer nach E5 stellen. Und die ganze Grundidee basiert darauf, gegen den passiven Läufer C8 zu spielen. Das ist einfach ein anderer. Läufer D3 ist natürlich auch ein spielbarer Zug und Läufer B5 ist auch strategisch sehr interessanter Zug. Und ich denke, Lukas hat jetzt Läufer E7 gespielt. Ich denke auch Und einer der das, Hauptzüge in dieser genau, und Stellung ist Viktor Handler. das geht ein bisschen darum, dass man jetzt, wenn man schon dieses Feld aufgibt, dass man zumindest den schwarzfeldigen Läufer behält, der, und nicht nur auf dem passiven Läufer C8 sitzen bleibt, wenn der jetzt Weiß auf C6 tauschen sollte. Weiß setzte mit Dame E2 fort und Schwarz spielt Bauer A6. Und jetzt zieht sich der Läufer nach D3 zurück und Weiß behauptet, Schwarz hat Zeit verloren. Und jetzt stellt er den Läufer auf das optimale Feld. Wobei ich nicht ganz, also ich denke, Läufer E7 ist ein guter Zug, den er gemacht hat. Und ich bin nicht ganz so überzeugt von dieser weißen Spielweise, weil A6 ist natürlich kein schlechter Zug, er macht B5 und Läufer auf E7 steht genauso gut wie auf D6, mehr oder weniger. Das ändert natürlich immer nichts an dem Grundcharakter der Stellung. Die Stellung ist ungefähr im Gleichgewicht mit beiderseitigen Chancen. Aber ich denke, dass eher gleich Läufer D3 prinzipieller ist als diesen Läufer B5 Zug in dem Fall. Ja gut, also der Läufer geht jetzt nach D3 zurück und jetzt kommt auch ein sehr typischer Zug für das Londoner System, nämlich Springer auf H5, sicherlich mit der Idee, früher oder später auf G3 zu nehmen. Im Idealfall möchte ich warten, bis Weiß kurz ruschiert. Denn sonst steht der Turm auf der H-Linie Genau, bereit für dann den ist dieses Angriff. angesprochene Thema, was ich hatte mit Läufer D3, Weiß möchte versuchen, am Königsflügel anzugreifen. Ja, und jetzt kommt ein anderes Thema, das du angesprochen hast, nämlich dieses ganz wichtige Feld. E5 und Weiß spielt Springer auf E5, greift gleichzeitig nun auch den ungedeckten Springer auf H5 an. Und wie du gesagt hast, sofort nehmen ist immer heikel, weil sich eben die H-Linie öffnet, deshalb Bauer auf G6. Ja, hier ist sogar ein ganz entscheidender Moment.
Geht mal kurz die Variante Springer schlägt G3, du musst mit Läufer schlägt H7 rechnen. Okay, also Läufer mal H7, dieser Einschlag auf H7, das der kann man ja mal sehr schnell typisch ist. Das kann man mal schnell übersehen in dem Moment, weil man denkt, weiß muss vielleicht zurücknehmen. Aber jetzt sieht man schon, dass das gerade ziemlich nach hinten losgeht, die schwarze Variante. Einziger Zug und König G8. Und Dame A5 und das wird einfach matt werden. Das matt ist nicht. Also da muss man immer aufpassen, auch wenn man jetzt einen Zug macht, dass man immer nicht nur den typischen Zug rechnet, der den Gegner zurückschlägt, sondern auch andere Motive mal auf dem Brett hat, dass man überlegt, gibt es auch andere Züge, wie sofort zurückzuschlagen. Und in dem Fall wäre Springer schlägt G3 natürlich ein grober Fehler. Ja, also Bauer auf G6, der Zug, der einerseits den Springer deckt, gleichzeitig aber auch dem Läufer das Feld H7 verwehrt. Genau. Ja. Weiß tauscht auf C6, Bauer nimmt zurück. Und jetzt kommt Rochade. Und nachdem der Turm nicht mehr auf H1 steht, Rainer, ist das, denke ich, der optimale Moment, um auf G3 zu schlagen. Ja, das ist auch wichtig, dass wenn Weiß kurz rochiert, nimmt man den G3 normalerweise immer weg. Weil ansonsten muss man immer damit rechnen, dass er doch mal wegzieht. Und dann steht dieser Springer auf H5 natürlich auch nicht ganz ideal. Weiß nimmt mit dem H-Bauern und es kommt Dame auf B6. Und Schwarz zeigt hier bereits Ambitionen, am Damenflügel anzugreifen. Ich denke, dass der bisherige Verlauf für Weiß jetzt nicht gerade so zufriedenstellend war, sondern dass Schwarz hier sehr, sehr bequem ausgeglichen hat oder vielleicht sogar sich Gedanken machen kann, etwas in Vorteil zu kommen. Hat zwei Läufer. Und hier sieht man jetzt aber genau, wenn jetzt irgendwie der Läufer E7 nicht da wäre, wenn der irgendwie abgetauscht worden wäre, dann sieht man schon, dass Schwarz halt auf diesem schlechten Läufer eventuell sitzen bleiben könnte in einigen Varianten. Und hier ist ein bisschen was anderes. Jetzt hat man noch den Läufer, der die schwarzen Felder kontrolliert und Schwarz sollte überhaupt keine Probleme haben. Ja, er steht sicherlich angenehm schon. Ja, Weiß deckt den Bauern auf B2. Der Läufer entwickelt sich. Weiß nimmt auf C5. Um vielleicht doch eine gewisse Aktivität zu entfalten, nach Läufer mal C5, Bauer auf E4 und ich denke, das ist auch eine interessante Stellung. Ja, die Struktur ist eigentlich auch so ein bisschen französisch-mäßig oder so. Ja. Oder sizilianisch gibt es auch manchmal Varianten, wo Weiß irgendwo auf C6 nimmt und der B-Bauer auf C6 zurücknimmt. Aber vom Prinzip her geht es halt um diese Thematik von diesem Läufer D7, der jetzt immer noch etwas passiv ist und Schwarz hat natürlich zwei Läufer und tendenziell ist der Plan für Schwarz, dass man irgendwo den Läufer C5 wegzieht, C5 spielt, versucht die Stellung für die Läufer zu öffnen, beziehungsweise auch mal mit Läufer B5, was auch später in der Partie kam, den Läufer abzutauschen. Weil das der passive Läufer ist. Das ist ganz interessant, dass Schwarz nicht unbedingt das Läuferpaar behalten muss, das sieht man auch später. So, es kommt Turm F auf E8 und Weiß gewinnt mit Bauer E5 Raum. Und jetzt schon der von dir angedeutete Rückzug des Läufers auf C5, der Platz für den Bauern auf C6 macht. Und der Läufer hat auf F8 eigentlich ein hervorragendes Feld, wo er vielleicht auch den Bauern auf E5 mal bei Zeiten angreifen kann und er wirkt eigentlich auf beiden Flügeln. Weiß versucht nach wie vor am Königsflügel etwas zu machen. C5, Springer F3 und Läufer auf G7. Ja, Schwarz steht sehr solide, denke ich, oder? Ich denke, Läufer G7 war gar nicht unbedingt notwendig. Das kann man auch spielen, aber es ist nicht ganz klar, warum man den jetzt schon machen muss. Also man könnte zum Beispiel auch diesen Zug Läufer B5 zum Beispiel gleich spielen. Es ist nicht ganz eindeutig, warum der Läufer nicht auf F8 besser steht, vielleicht sogar. Also er hat halt von G7 aus eigentlich, wenn er den Bauern E5 nicht wirklich gewinnt, hat er nicht mehr Perspektiven wie von F8 aus. Und ich würde vielleicht gleich Läufer B5 sogar, aber das ist eine Kleinigkeit, die keinen großen Unterschied auf die Stimmungseinschätzung macht, dass Schwarz eigentlich sehr bequem steht. Ja, und wir müssen ja dazu sagen, es wird Schnellschach gespielt, 15 Minuten plus 5 Sekunden. Das heißt, man muss sich auch schnell entscheiden und deswegen, aus diesem Aspekt heraus ist es so klar, man muss auch einfach, also ich spiele auch selber immer wieder Online-Partien, natürlich dann mit weniger Bedenkzeit. Und da ist ganz klar, da muss man einfach, da ist oftmals auch schnelle Entscheidung wichtiger wie diese absoluten Feinheiten. Dass man halt, und man setzt ja auch den Gegner unter Druck, wenn man schnell spielt mit wenig Bedenkzeit. Ja, also hier ein schnelles Läufer G7 und Weiß spielt G5, versucht den Gegner am Königsflügel einzuschnüren. Und vielleicht, wenn die Dinge gut laufen, Springer nach F6 zu bringen. Das heißt, Schwarz wird auch etwas machen müssen und er macht schon diesen Zugläufer B5, den du angeschnitten hast. Wie du gerade gesagt hast, finde ich das spannend hier, dass Weiß jetzt dieses Springer H2 G4 plant und dass es eigentlich so ist, dass
Also Schwarz hat zwar das Läuferpaar und auch ein bisschen Einfluss im Zentrum mit C5, D5 Pawn, aber eigentlich eher der Schwarze, der ist, der dynamisch spielen muss. Weil wenn Weiß Zeit kriegt und der Springer nach E6 kommt, dann haben wir wieder dieses Szenario, dass Schwarz vielleicht auf dem passiven Läufer sitzen bleibt, beziehungsweise vielleicht Weiß doch noch zum Königsangriff kommt. Ja, ich denke, Springer H2 jetzt scheitert einfach, weil ich auf D3 nehmen kann und dann der Bauer auf E5 hängt, Genau. oder? Das war ein Vorteil von Läufer G7 natürlich jetzt dann in dem Fall. Das heißt, in dieser Stellung nach Läufer auf B5 braucht Weiß Zeit, um den Punkt E5 zu decken und er macht das mit Turm F auf E1. Und nun tauscht Lukas auf D3. Und spielt Dame auf B5. Und ich denke, wenn Weiß auf D5, auf B5 die Damen tauschen würde, hätte Schwarz ein sehr angenehmes Endspiel mit durchaus Vorteil, oder? Ja, das auf jeden Fall. Weil erstens hat Schauen man, wir mal kurz Dame das mal, ist sehr Bauern schön, mal. dass Schwarz hier mit den 7 Bauern eine Bauernkette hat, sozusagen. Das ist schon mal eine ganz nette Sache davon, dass man halt einfach eine durchgehende Bauernkette hat und Weiß hat 2 Inseln sozusagen. Und das andere ist, dieser E5-Bauer kann natürlich der Schwäche neigen. Auch dieser G5-Bauer bindet den Springer F3 vielleicht irgendwo. Und Schwarz hat halt irgendwo die Option, vielleicht mal irgendwo B5, B4 zu spielen und am Ende wird der Preise B-Bauer schwach. Man könnte vielleicht Turm A4 Turm spielen, A4 ist Turm ja nach nicht gut. B8, Bauer nach B4. Dieser Das Hebel ist wird früher sicher, oder später kommen, oder? ja, das ist auf jeden Fall Vorteil für Schwarz, dieser Ja, Turm. also Weiß weicht hier den Damentausch aus. Es kommt Turm ED8 und nun versucht Weiß den angedeuteten Plan in die Tat umzusetzen. Spielt Springer auf H2 mit der Idee Springer G4. Und nach wie vor ist es der Schwarze, der hier dynamisch spielen muss und dem Weiß nicht zu viel Zeit geben darf, Ja, oder? der Grund dafür ist, glaube ich, dass der schwarze König tendenziell schon geschwächt ist. Und dadurch, dass man halt G6 hat, okay, man hat den Läufer G7 als Verteidiger, aber wenn der Springer auf E6 ist und wenn man eine schlechte Königstellung hat, dann sollte man vielleicht schauen, dass man entweder irgendwas abtauscht, so wie vorher Dame B5, der Zug und so, wo natürlich das Ganze entlastet hätte, beziehungsweise dass man halt Gegenspiel bekommt, das ist wichtig. Und Bauer auf D4 ist der Zug, der jetzt die Stellung zum schwarzen Vorteil öffnet. Weiß schafft noch Springer G4, aber Bauer mal C3. Es muss die Dame nehmen. Das ist ein ganz interessanter Moment zu dem Thema Dynamik, weil wenn man sich die schwarze Bauernstruktur jetzt anschaut im Vergleich zu dem, was ich vorher gesagt habe, wo Weiß auf B5 getauscht hat, da war das eine Kette und jetzt habe ich komplett meine Struktur zerstört. Aber das ist halt das wichtige Thema, wenn es um Dynamik geht, dann ist eben nicht immer die Bauernstruktur vorrangig. Hier geht es halt um andere Faktoren. Hier geht es darum, dass jetzt plötzlich die D-Linie eine Rolle spielt, dass der Turm mit Tempo nach D3 kann. Und das ist trotzdem ein wichtiger Moment, dass man, weil Schwarz hat seine Struktur komplett jetzt eigentlich zerstört am Damenflügel. Aber es gibt andere Faktoren, die jetzt einfach die D-Linie ist sehr wichtig. Ja, und die dynamische Kompensation, wie du gesagt hast, ist Turm D3 mit Tempo, mit Angriff auf die Dame muss weichen und Schwarz verdoppelt auf der D-Linie und wir sehen, es ist hier der Schwarze, der eigentlich das Kommando in dieser Stellung übernommen hat. Der Springer allein kann halt nicht matt sitzen. Genau. Es folgt Turm AD1. Gut, Springer auf F6 wäre der thematische Zug, aber das sieht in dieser Stellung nicht allzu gefährlich aus. Es ist die Frage, nehmen, nicht nehmen. Okay, wahrscheinlich geht tendenziell beides, aber ich würde tendenziell den Weg nehmen, eigentlich ist mein Gefühl. Also, weil die Dame ist so weit weg, dass die dann nach H6 kommt. Also, die müsste irgendwo Dame C1, Dame H6 schaffen, aber Also Läufer das ist mal, so Bauer mal. unwahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Denke, Turm Ganze. D2 schaut schon gut aus, wahrscheinlich, oder? Ja, du kannst auch einen Oder prophylaktisch. Dame Du B4. kannst dir sogar prophylaktische Züge überlegen, einfach H5 und König A7 zu machen. Also das ist, oder irgendwo C4 Oder Turm D4 C4, Dame D. genau, Meine ja. Idee ist halt, ich will halt gerne C4 Turm D4 Dame D5, Ja. dann als Grundplan, dann, oder Turm D5 auch, der E5 ist auch. Oder Dame Und irgendwo vielleicht C5, mal H5 zum F2. Notfall König A7 Ja. habe. Oder so. Und wenn ich das alles schaffe, ist natürlich sehr gut. Und Weiß kann vielleicht mit genauem Spiel Remis halten, aber. Schwarz hat Initiative. Also Weiß hat versucht, auf der D-Linie gegenzuspielen und jetzt wird aber dieser wunderbare Turm auf D3 durch Bauer auf C4 gefesselt. Gleichzeitig kriegt die Dame auch Blickkontakt zu E5, beziehungsweise auch das Feld C5 ist durchaus fein für die schwarze Dame. Weiß spielt F4, um den Bauern auf E5 zu festigen, aber dieser Zug hat natürlich auch entscheidende Nachteile, denn schaut euch nun diesen weißen König an.
der jetzt deutlich schwächer ist als der Schwarze, denke ich, oder? Ja, zumindest anfällig auf dieser ganzen Diagonale. Und das sieht man auch gleich in der Partie, wie die Partie geendet ist, dass dieser F4-Zug auch ein bisschen Risiko birgt. Also positionell, ich glaube, wenn Weiß jetzt zum Beispiel die Schwerfiguren vom Brett hätte, wäre das natürlich sehr gut für Weiß. Aber das schafft er jetzt nicht. Jetzt ist der Weiße König schwach. Und plötzlich ändert sich auch ein bisschen das Blatt, dass jetzt irgendwie eher der Schwarze halt auf Königsangriff spielen kann, denn wenn der Läufer auf C5 kommt oder die Dame. Und ich denke, diese Momente der Dynamik und der Statik hat Lukas eigentlich wunderbar erwischt. Zuerst sehr stabil sich Ja. hingestellt und dann im wichtigen Moment dynamisch gespielt. Und jetzt, nachdem Bauer auf F4 gekommen ist, wieder eigentlich noch dynamischer. Und er braucht sich jetzt nicht mehr, er braucht den eigenen König nicht mehr verteidigen, sondern er greift direkt den Ja, vor gegnerischen allem König an. diese Zugfolge von diesem D4 und D schlägt C3 war sehr stark Ja, eigentlich, und dass jetzt man direkt wunderbar. effektiv spielt. Läufer auf F8, der Läufer braucht den eigenen König nicht mehr schützen. Und er kommt wieder aktiv ins Spiel zurück nach C5 und der weiße König kommt nun hier ins Feuer der schwarzen Figuren. Und B3? jetzt möchte ich auch noch dazu sagen, weil das, was jetzt gekommen ist, hängt halt sicherlich auch ein bisschen damit zusammen, dass wenig Zeit ist, die nächsten Züge. Aber der Weiße hat halt irgendwie versucht anzugreifen am Königsflügel, das hat irgendwie nicht geklappt. Jetzt steht man da mit Weiß und der Turm auf D3 ist sehr unangenehm, den will man nicht nehmen, weil dann kommt der Freibauer nach D3, um den C-Bauer zu schlagen. Und das ist natürlich jetzt, die Uhr tickt, man hat wenig Zeit und man muss irgendwelche Züge machen. Und das ist sehr logisch, dass Weiß versucht, diesen mit B3 den Bauern C4 loszuwerden, damit er danach den Turm tauschen kann. Aber mit wenig Zeit ist ihm jetzt auch ein Fehler unterlaufen bei der Berechnung. Ja, es scheitert taktisch. Ihr könnt kurz überlegen, warum Bauer auf B3 nicht funktioniert. Schwarz tauscht auf B3. Und jetzt sehr schön, Dame auf C5 mit Schach. Wir sehen, die Dame ist durch den Läufer gedeckt und das Problem ist, die ungedeckte Dame wird tauschen müssen. Doch dann geht der Turm auf D1 verloren. Und hier hat Weiß bereits aufgegeben. Schauen wir noch ganz kurz nach Dame mal C5, Läufer mal C5. Muss der König weg und ich gewinne den Turm auf Das D1. ist nämlich ein viel Material Ja. und Ja, ich irgendwie denke, ganz ein gut. ganz hervorragender Auftakt für Lukas Handler, der dann auch noch eine zweite Partie gewinnen konnte. Und nur eine Partie gegen einen sehr, sehr starken Großmeister, gegen Iordanescu, verloren hat. Ja, schauen wir uns noch Ja, eine. die Partie war wirklich eine tolle Leistung, weil das ist Ja. wirklich sehr, weil man muss auch dazu sagen, der Gegner ist sehr stark gewesen. Und gegen so einen guten Gegner so eine schöne Partie, das ist wirklich Ja, mit beachtlich. Schwarz, oder? Mit Also Schwarz, ja. eröffnungstheoretisch hervorragend gespielt, den gegnerischen Angriff hervorragend abgewehrt, dynamisch im richtigen Moment Natürlich gespielt. kann man immer so ein bisschen argumentieren, dieser B3-Zug stellt jetzt einfach die Partie ein. Aber das stimmt tendenziell auch, aber er hat schon Druck gemacht. Der Turm auf D3, C4, das führt dazu, dass der Gegner überlegt, dann ist die Zeit knapp. Dann in diesen Momenten, wo man den Gegner unter Druck setzt, macht er halt auch eher Fehler. Und das ist ja kein Zufall, dass er in dem Moment vielleicht was einstellt oder was Taktisches übersieht, weil er einfach unter Druck gesetzt wurde. Ja, dann schauen wir uns doch noch eine zweite sehr interessante Partie an. Georg Kalbax gegen Bologan und die schauen wir uns aus weißer Sicht an und steigen vielleicht in diesem Moment nach H mal G5 und Bauer auf F3 ein. Und ich denke, Rainer, das ist wirklich eine sehr komplexe Stellung und ganz schwer abzuschätzen, wer hier denn besser steht oder wie die Stellung zu beurteilen ist. Was ist deine Meinung dazu? Okay, das, diese ganze Stimmung, dieser Verlauf der Partie war so, denke ich, dass irgendwo Schwarz die Initiative übernommen hat, weil Weiß am Damenflügel zu langsam war und dass es das Schwarze starken Angriff am Königsflügel hatte. Aber natürlich, wie gesagt, bei wenig Bedenkzeit und so, da sind doch Ungenauigkeiten zwangsläufig nicht zu vermeiden. Und jetzt hat Bologan dem Georg da Chancen gegeben, dazu auf einmal, weil jetzt ist natürlich Weiß muss ein bisschen Angst, hat ein bisschen Angst um seinen König. Aber ich denke, jetzt hat er F4 gemacht mit Schwarz. Und damit hat er ihm sehr viele Chancen gegeben, weil plötzlich gibt es halt Gegenspiel. Davor, ein Zug vorher ist nicht so klar, wo das weiße Gegenspiel ist. Aber jetzt ist plötzlich Dynamik, weil der E4-Bauer hängt und Schwarz hätte vielleicht eher versuchen sollen, irgendwo mit Läufer F6 diesen starken Läufer E5 abzutauschen oder so zum Beispiel, weil das die einzig gute Figur eigentlich aktuell war von Weiß.
Wenn die weg wäre, dann kann Schwarz immer noch weiter auf Angriff spielen, vor allem weil der Bauer G3 auch schwach ist. Ja, und hier hat Georg Halwachs, der die Partie auch selbst ein bisschen für uns kommentiert hat, fehlgegriffen in einer extrem komplexen Stellung und Bauer mal F4 gespielt. Georg hat aber dann herausgefunden, dass F mal E4 erheblich stärker gewesen wäre. Und die Pointe besteht mehr oder weniger darin, dass Weiß nun großen Druck auf D5 ausübt, Bauer mal E4 natürlich nicht besonders ausschaut, weil dann der Springer ins Spiel kommen würde. Also ich denke, Springer mal G3 ist hier der logische Zug, ja, eigentlich, genau, den man sich anschaut. Und was ich nochmal sagen wollte, durch diesen F4, also vor F4, wenn wir nochmal zwei Züge zurückgehen. Ja, und die Stellung bei F3. Weiß hat nur den Läufer E5 aktiviert im Moment. Alle anderen stehen etwas passiv. Und in dem Moment, wo Schwarz F4 macht, ist das extrem verpflichtend, weil plötzlich der Läufer G2 nach F schlägt E4, der Springer C3, alle spielen mit. Das ist natürlich eine sehr verpflichtende Entscheidung für Schwarz. Und ich verstehe das schon, dass man angreifen will, wenig Zeit und so. Ich vermute, mit mehr Zeit hätte er das auch nicht gespielt. Aber er gibt halt, er hilft halt, hier kann Schwarz auch positionell spielen. Ja, weil der Punkt E4 halt so toll gedeckt ist und die weißen Figuren total einschnürt. Und nach F4 kann Schwarz eigentlich nicht mehr positionell spielen. Jetzt muss er, ist er irgendwie, er sagt, er fängt halt an, irgendwie ein bisschen die Brücken abzubrechen und sagt, genau, er muss jetzt irgendwie im Königsangriff gewinnen. Also Bauer F4 und wie gesagt, F mal E4 wäre jetzt die große Chance gewesen und nach Springer mal G3, dann hätte der Bauer auf D5 nehmen können. Schwarz kann zwar die Qualität gewinnen, aber dann zeigt sich, dass der schwarze König viel verwundbarer ist als der weiße König. Also die Hauptvariante wäre Springer mal F1, Turm mal F1. Der Bauer auf D5 ist natürlich viel zu stark, um den stehen zu lassen. Schwarz müsste nehmen. Ich denke, mit dem Bauern ist logisch, denn wenn ich mit dem Läufer nehme, wird Springer mal D5 kommen. Dann dann sind die weißen Felder noch viel mehr verwundbar. Und jetzt Dame auf D3. Ja, hier ist ja auch so eine Situation, natürlich Dame D3 ist jetzt auch ein Angriffszug, aber hier ist jetzt auch die Situation so, dass Weiß auch positionell spielen kann, was vorher gar nicht so einfach war mit dem Springer. Weiß hat auch positionell einfach Kompensation, der D5-Bauer ist schwach, man hat eine Mehrheit am Damenstückel, die 3 gegen 2. Es gibt genug Ideen, dass es, also selbst wenn jetzt zum Beispiel keine Damen am Brett wären, wäre die Stellung nicht so eindeutig. Und mit Damen ist natürlich viel besser für Weiß, weil der schwarze König geschwächt ist. Ja, Schwarz muss sich um diese Drohung Dame G6 kümmern und Läufer auf F5 ist der logische Zug. Denn das Problem ist, Dame E8 wäre vielleicht auch wünschenswert, aber dann würde der Bauer D5 hängen und die weiße Bauernmasse wäre zu stark. Also Läufer F5. Aber nun ein sehr schöner Zug, den man natürlich leicht auch übersehen kann. Nämlich Bauer auf E4. Gut, Schwarz muss nehmen, Bauer mal E4. Und jetzt Läufer mal E4. Und ja, wir sehen jetzt auch diese Faktoren, die du angeschnitten hast, diese Bauernmehrheit, jetzt noch deutlich stärker, oder? Das ist noch einer dazu, der ist jetzt noch einer dazugekommen, genau. Und noch dazu König schwach. Und alle weißen Figuren stehen auf einmal so toll. Ich gehe vielleicht nochmal zurück zu dieser Stellung. Du hast gesagt, Rainer, nur der Läufer auf E5 ist gut, alle anderen weißen Figuren sind passiv, aber in der Stellung, die wir jetzt am Brett haben, eigentlich alle weißen Figuren hervorragend postiert. Und hier sieht man jetzt auch, das ist eine ganz entscheidende Sache, welche Figur am Brett spielt nicht mit. Und eigentlich ist das dieser Turm auf A8. Wäre der jetzt irgendwo auf A7, dann würde er vielleicht einen König verteidigen oder auf A6 oder irgendwo, dann wäre die ganze Sache wieder nicht so klar. Aber wenn man halt eine Figur hat, die nicht mitspielt und der Gegner weiß er zwar die Qualität weniger, aber eigentlich aktuell mehr oder weniger eine aktive Figur mehr. Und das ist natürlich auch wichtig, gerade wenn es um Thema Königsangriff geht, ist halt diese Thematik Angreifer und Verteidiger. Und ich denke, eine hübsche Variante, wo man auch sieht, wie stark sich die Figuren auswirken, wenn wirklich alle mitspielen und alle harmonisieren, wäre Läufer mal E4, Dame mal E4. Wir drohen wieder Dame auf G6. Schwarz müsste das mit Dame auf E8 abwehren. Und jetzt kommt der letzte entscheidende Schlag. Die letzte verbleibende weiße Figur, die vielleicht noch nicht so aktiv wirkt. Der Turm auf F1 kommt ins Spiel nach König F2. Gibt es keine Verteidigung mehr gegen Turm H1 und Eindringen des weißen Turms. Das ist eine schöne Idee, König F2, dass man wirklich den
Turm noch ins Spiel bringt. Und dann sieht man wirklich alle Figuren dann arbeiten eben mit, gell? Und aber wirklich diese Thematik der Turm 8 ist nicht da. Ja. Wenn der irgendwo jetzt, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wenn der auf H6 oder H7 wäre, das war jetzt nur ein Beispiel, dann sieht man intuitiv, dass die Sache nicht so einfach ist. Und hier sieht man halt, weiß halt einfach eine Angriffsfigur mehr und das reicht halt schon manchmal beim Königsangriff. Ja, und ich bin überzeugt, Georg hätte das natürlich in einer Turnierpartie gefunden, aber wie gesagt, die Bedenkzeit ist knapp, natürlich auch für Bologan. Und beide mussten im gewissen Sinne intuitiv spielen und Georg ist hier an dieser großen Chance vorbeigegangen und hat auf F4 genommen. Jetzt kommt ein interessanter Zwischenzug, nämlich Bauer auf E3. Und da ist natürlich Bologan hat natürlich ein sehr, sehr starker Spieler, weil über 2-7 Elo, sehr, sehr viel ja. Erfahrung. Er hat natürlich auch eine Intuition, gerade in diesen dynamischen Stellungen, die wirklich fantastisch ist. Und so einen Zug wie E3 kann man auch einfach mal übersehen, irgendwie im Endeffekt. Also er hat vielleicht aber auch schon gesehen, als er F4 gemacht hat, dass das nicht ganz ideal war und wollte jetzt das vermeiden, dass er es auf E4 nimmt. Genau. Und es kam Dame D3. Und ich denke, die Hauptidee von Bauer auf E3 ist, wenn die Dame nimmt, dass der Bauer G5 mit Tempo auf F4 nimmt, dann würde die Dame nach E8 kommen und der Angriff von Schwarz sieht dann sehr gefährlich aus, während Weiß keinen Gegenangriff hat. Denn der Unterschied ist, in der vorigen Stellung, die wir analysiert haben, mit Bauer mal E4, Bauer mal D5, ist auf einmal der Läufer G2 in Riese geworden. Und der Springer C3 auch. Und der Springer C3 auch. Und jetzt haben wir wieder diese Thematik, dass beide passiv sind. Das ist, was ich genau. Schon von Anfang an angesprochen hatte, dass diese Thematik, und das ist halt allgemein immer ein wichtiger Tipp, man sollte halt immer schauen, dass man alle Figuren im Spiel aktiv hat, wenn es geht. Die stehen, der Springer C3 steht zwar irgendwie auf dem normalen Feld, aber zumindest bei dem Läufer G2 ist eindeutig hinter dem Bauern F3, dass es nicht ideal ist. Ja, also deshalb kam auf E3 Dame D3, Dame E8. Logisch, das Feld G6 muss gedeckt werden. Und hier wäre wahrscheinlich Bauer auf F5 noch der relativ beste Zug. Es kam aber Bauer mal G5 und Läufer mal G5 und Springer F4 ist nichts zu verhindern. Und danach ist der schwarze Angriff tödlich. Schauen wir noch kurz das Ende. Ja, ja. Um Springer auf F4 ein bisschen zu unterbinden oder auch ein bisschen Luft für die weißen Figuren zu bekommen, hat jetzt Weiß den F3-Bauern auf F4 geopfert. Es kommt Springer mal, Läufer mal, Läufer mal. Und hier gibt jetzt Georg die Qualität, hat aber bei weitem nicht so viel Angriff, weil nach wie vor der Springer auf C3 und der Läufer auf G2 keine Glanzstücke sind. Dame mal E3, Turm G4, Turm F1, Dame G6. Jetzt kommt der Schwarz gleich zum Königsangriff hier. Genau. Verloren dann. Es war schade, dass er diese Gelegenheit nicht genutzt hat, weil natürlich Bologan, wirklich ehemaliger Weltklasse-Spieler, sehr starker Spieler und gegen solche Leute solche Chancen zu haben, ist natürlich auch irgendwie, das muss man sich zum einen auch erarbeiten, aber wenn man sich dann erarbeitet, ist halt schade, wenn man es in dem Moment nicht nutzt. Und ich, wie Harald gesagt hat, mit mehr Zeit hätte, denke ich, Georg das gefunden, ohne große Probleme. Aber natürlich, diese Online-Partien mit wenig Zeit sind nie so einfach und man ist vielleicht auch nervös, wenn der Bologan der Gegner ist. Ja, nichtsdestotrotz zeigt es das Potenzial von Georg Halwachs, einen weiteren starken Kärntner ja, das Spieler. Ich spiele ja auch mit ihm in einer Mannschaft bei Maria Saal. Ah ja, genau, richtig, ja. Also mit Lukas und mit Georg, mit beiden spielen wir. Und die beiden sind auf jeden Fall sehr starke Spieler und haben auch noch Potenzial, das steht außer Frage. Ja, dann Blick auf die Tabelle. Wir haben gestern aus der Sicht der Frauen schon darauf geschaut. Erster Tag natürlich nicht optimal für Österreich gelaufen, aber auch mit sehr starker Gegnerschaft. Heute spielen wir gegen IPCA, ein internationales Team mit Physical Handicapped Players, gegen Singapur und ein sehr starkes Team zum Abschluss gegen Rumänien. Ja, wie ist deine Einschätzung des Turniers bisher? Du hast gestern einige Partien auch verfolgt. Ja, ich habe das natürlich auch live verfolgt. Also ein bisschen das natürlich nicht nur zum Nachhinein die Partien anschauen, sondern auch, das ist doch was anderes, wenn man live da zuschaut, wenn die Spieler spielen. Und also das Turnier finde ich auf jeden Fall eine tolle Sache, dass die FIDE das in die Wege geleitet hat, weil es ist halt schade, dass momentan die ganzen großen Turniere jetzt natürlich ausfallen mussten. Und da ist natürlich eine tolle Sache, dass man einige Sachen wenigstens online spielen lässt. Und wie ihr jetzt gesehen habt, es ist auch für diese österreichischen Spieler, die jetzt, also Georg, Lukas oder Felix, die haben da wirklich starke Gegner und das ist ja auch eine Chance, sich mal gegen die zu bewähren. Und
Also ich finde es eine gute Sache und ich bin auch heute optimistisch, dass es vielleicht ein bisschen mehr Mannschaftspunkte gibt als gestern, weil das gestern natürlich nicht zum Auftakt gegen wirklich gute Gegner sehr schwierig war. Und heute wird das sicherlich auch. Also dann drückt heute mit uns gemeinsam die Daumen und morgen in der Früh, Rainer, werden wir uns frisch und munter wiedersehen. Ich freue mich schon auf die Zusammenfassung morgen, dann zeigen wir euch ein paar weitere Highlights von den Partien. Dann schönen Tag und liebe Grüße aus Wien. Ciao. Dann schönen Tag, alles Gute euch.